lieber Tom, für deine Vorschusslorbeeren und für deine freundliche Einladung. Auch überhaupt ein herzliches Dankeschön an alle Aktivisten von GCN, die diese ganze Veranstaltung hier möglich machen und sicherlich wahnsinnig viel Arbeit in den letzten Wochen im Vorlauf hatten, um ein solches Wochenende stattfinden zu lassen. Eine ganze Woche, Entschuldigung. Ja, das ist was Neues in dieser ganzen Szene, dass man eine ganze Woche zusammen ist. Wir kennen ja nur Tages- oder Wochenendveranstaltungen bisher. Ihnen allen auch ein ganz herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an meinem Thema, was ich hier heute einbringen möchte. Anlässlich des 150. Geburtstages von Silvio Gesell am kommenden Samstag einen Eindruck von seiner Persönlichkeit und von seinem Werk zu bekommen. Es freut mich ganz besonders, dass ich diese Gedanken über Gesells Leben und Werk heute ausgerechnet in einer homöopathischen Bibliothek vortragen kann, denn meine Frau war homöopathische Ärztin und ich kannte diese Gesell-Ideen schon eher, bevor sie in die Homöopathie einstieg, habe mich dann auch sehr intensiv mit der Homöopathie beschäftigt und es war seinerzeit in den 80er Jahren für uns eine sehr beglückende Zeit, als wir festgestellt haben, welche geistig-seelische Verwandtschaft zwischen der Homöopathie einerseits und der Geld- und Bodenreformbewegung andererseits da war. Ich denke, dass Sie heute Morgen auch von Herrn Dr. Lang schon mit Informationen über die Homöopathie gut versorgt worden sind, möchte nachher an einer Stelle noch ein paar Gedanken über die Parallelität zwischen Homöopathie und Sozialreform einfügen. Anhand der Biografie von Gesell möchte ich so die einzelnen Lebensphasen auch, das ist aufgeteilt auf zwei Folien, damit Sie während des Zuhörens ein bisschen die Übersicht behalten, wo wir gerade sind im Ablauf. Habe ich auch noch Kopien rumgehen lassen mit einer kurzen Übersicht über die einzelnen Lebensstationen, weil innerhalb einzelner Lebensstationen auch immer so thematische Schwerpunkte im Leben Gesells sich ereignet haben. 1887 bis 1899, ein 12-jähriger Zeitraum in Argentinien als Kaufmann mit dem Themenschwerpunkt Geldreform, dann die Rückkehr nach Europa, einige Jahre in der Schweiz, ein neuer Schwerpunkt Bodenreform, auch schon ansatzweise mit Blick auf die Ressourcen der Erde. Dann war Gesell 1907 bis 11 ein weiteres Mal in Argentinien, da wurde das allererste Nachdenken über eine neue Weltwirtschaftsordnung, eine Weltwährung zu seinem Themenschwerpunkt. Dann kam er zurück nach Deutschland, hat mit einem guten Freund Georg Blumenthal in Berlin erste Versuche unternommen, diese Gedanken hier zu verbreiten. Das wurde dann durch den Ersten Weltkrieg erschwert. Dann ist Gesell in die Schweiz zurückgekehrt, war 1919 bei der Münchner Räterepublik beteiligt als Volksbeauftragter für das Finanzwesen. Das Ganze hat leider nur eine Woche oder 10 Tage gedauert, bis diese Räteregierung wieder gestürzt wurde, weil Gesell sich an diesem revolutionären Geschehen beteiligt hatte, war er anschließend in der Schweiz ein unerwünschter Ausländer, konnte also dorthin, wo er bis dahin gelebt hatte, nicht zurückkehren, siedelte sich in der Nähe von Berlin bei Potsdam an und hat da sehr vieles geschrieben, um sein Lebenswerk weiter auszubauen, hat auch sehr viel zum aktuellen Zeitgeschehen in der Weimarer Republik geschrieben. Ein Konzept für die internationale Währung noch mal wieder intensiver ausgebaut und gegen Ende seines Lebens sehr viel Energie darauf verwandt, eine englische Übersetzung seines Hauptwerkes ins Leben zu bringen, die dann auch kurz vor seinem Tod noch erscheinen konnte. Das als Übersicht, wenn Sie anhand der Zettel mögen, so das zur Orientierung und als Leitfaden durch den Vortrag so ein bisschen im Auge behalten. Gestorben 1930, übrigens ist heute Gesells Todestag. Und nach, in der letzten Zeile angedeutet, unmittelbar danach gab es in Deutschland und Österreich praktische Freigeldexperimente. Es wurde schon erwähnt, dass Veronika Spielbichler aus Wörgl hier ist.
Sie hat das ganz große Verdienst, dass sie diese historische Erinnerungsarbeit in Wörgl leistet und in dem dortigen Museum eine Ausstellung erarbeitet hat, wo das praktische Experimentieren mit dem Wörglergeld auch gut dokumentiert ist und auch für Zeitgenossen nachvollziehbar anschaulich ist. Gesell wurde 1862, also am nächsten Samstag vor 150 Jahren, in dem kleinen Ort St. Veit im Kreise Olpen und Malmedy geboren. In der Eifel liegt das. Das ist eine Region, wo sich die romanischen und germanischen Kulturkreise mit ihren verschiedenen Sprachen, Kulturen und anderen lokalen Einflüssen vermischen. Seine Mutter war eine wallonische Lehrerin, französischsprachig und katholisch. Der Vater ein preußischer Steuerbeamter, deutschsprachig und evangelisch. Also eine ganz heitere Mischung in dieser Familie, was auch nicht ganz spannungsfrei war, aber auch eine gewisse Weltoffenheit hervorbrachte. In kultureller Hinsicht war die ganze Familie also so etwas wie ein Grenzgänger zwischen diesen Welten. Und sehr frühzeitig, weil die Familie Gesell sowohl in Deutschland als auch in Frankreich Angehörige hatte, war in dieser Familie immer der große Wunsch nach einer Aussöhnung zwischen den verfeindeten Nationen lebendig. Gesell wuchs mit 8 Geschwistern auf. Die Eltern hatten nicht das Geld, um alle studieren zu lassen. So wurde Gesell Kaufmann in Berlin im Geschäft seiner Brüder ausgebildet, hatte dennoch einige Stationen in jungen Jahren in Deutschland, auch eine ganze Weile in Südspanien, in der Stadt Malaga, wo er mit leidenschaftlicher Liebe Spanisch entdeckt hat und anhand der Lektüre von Cervantes Don Quixote Spanisch gelernt hat und ganze Partien, wie ich gelesen habe, in den Quellen auch auswendig konnte. Von dort führte Gesells Weg 1887 nach Buenos Aires, die Hauptstadt von Argentinien. Und dort hat er ein Geschäft eröffnet, ein Importgeschäft für zahnärztliche und medizinische Artikel, auch für Pflegemittel und Sanitätshäuser, Universitätsklinik hat er beliefert und niedergelassene Ärzte mit medizinischen Produkten aus Deutschland versorgt. Moment, gucken. Was ist da noch? Eine Folie, die zeigt eine Passagierliste. Er ist von Bremerhaven mit einem Dampfer nach Buenos Aires ausgewandert und ein Archiv in Hamburg war zum Glück in der Lage und bereit, mir vor einigen Jahren mal in den Archiven zu stöbern und es ist tatsächlich dort diese Passagierliste aufgetaucht, wo auch Gesells Name verzeichnet ist. Zu jener Zeit erlebte Argentinien eine ganz schwere Wirtschaftskrise. Das ist also im Zentrum von Buenos Aires die Fassadenansicht und ein Blick in das Innere dieses Geschäftes, was Gesell dort betrieben hat. Er geriet mit diesem Geschäft in eine ganz schwere, heftige Wirtschaftskrise mit Inflation und Deflation, Absatzrückgängen, Firmenpleiten, Arbeitslosigkeit und sozialen Unruhen. Und es gab Straßenkämpfe und es ist tatsächlich auch mal vorgekommen, dass sich eine Kugel aus Versehen wohl in die Schaufenster seines Geschäftes verehrt hat und dass das dann alles zu Bruch ging. Das könnte vielleicht sogar eine Art Weckruf gewesen sein für ihn, auch nicht nur über seine eigene Betroffenheit als Kaufmann von der Krise nachzudenken, sondern auch die soziale Frage in den Blick zu bekommen und sich zu fragen, was ist hier eigentlich gewalttätig explodiert. Gesell hatte damals auch schon Sympathien für die Arbeiterbewegung. Auch aus Argentinien hat er mitverfolgt, wie die Politik sich in Deutschland entwickelt hat. Damals war die Zeit der Sozialistengesetze, mit denen Bismarck die Arbeiterbewegung bis 1890 zu unterdrücken versuchte. Aber Gesell hatte frühzeitig eine andere sozialkritische Orientierung als Marx. Er glaubte nicht, dass die Wurzel der sozialen Frage im privaten Eigentum an Produktionsmitteln liegen könnte, sondern er hatte Strukturen des Geldwesens durch seine Erfahrung als Kaufmann frühzeitig im Blick, hat erfreulicherweise auch die Krise nicht etwa auf eine besondere Bösartigkeit oder Gier oder andere negative Eigenschaften von Menschen
Bankiers, Börsianern und so weiter zurückgeführt, wie das damals andere Sozialkritiker taten, insbesondere solche, die antisemitische Ressentiments hatten. Stattdessen erkannte Gesell etwas, was Adam Smith und andere klassische Ökonomen genauso übersehen hatten wie linke und rechte Kapitalismuskritiker, nämlich, dass Geld nicht nur ein neutrales, harmloses Tauschmittel war, sondern auch ein Mittel war, mit dem sie strukturelle Macht über Menschen und Märkte ausüben ließ. Gesell beobachtete, dass sich Geld vorübergehend aus dem Wirtschaftskreislauf zurückzog, sobald die Renditen von Geld und Realkapital unter eine Schwelle von 3 oder 2,5% absanken. Das Geld erwies sich also als hortbar, während die menschliche Arbeit und die von ihr hervorgebrachten Güter eben nicht so leicht einfach mal eine Weile stillgelegt werden können. Wenn Arbeitende nicht beschäftigt werden, dann stellt sich recht bald der Hunger ein, wenn keine soziale Sicherung da ist. Und auch Güter altern und müssen instand gehalten werden oder sie unterliegen einer periodischen Wertminderung. In der Naturwissenschaft nennt man das Entropie. Das Geld saß gewissermaßen am längeren Hebel im Vergleich zu allen anderen Lebensformen. Und es konnte zwar nicht dauerhaft, aber doch zumindest vorübergehend aus dem Wirtschaftskreislauf entzogen werden. Und warten, so lange, bis sich die Kräfteverhältnisse in der Wirtschaft durch eine Gesundschrumpfungskrise wieder so verändert hatten zum Vorteil des Geldes und zum Nachteil der menschlichen Arbeit, sodass die Renditen dann wieder stiegen. Gesell spürte, dass das Geld im gesamten Lebenskontext so eine Art Ausnahmestellung innehatte. In der Natur befand sich alles in stetiger Bewegung. Schon der antike Philosoph Heraklit hat gesagt, Pantarei, alles ist im Fluss, alles ist in Bewegung. Und Geld war sozusagen eine Ausnahme, die sich nicht immer in Bewegung fand. Im Gegensatz zu allem sich bewegenden Leben und auch im Gegensatz zur Zeit konnte man Geld sozusagen anhalten. Seine Bewegung war nicht so selbstverständlich oder bedingungslos wie alles andere im Leben. Somit wurde die Bewegung des Geldes als ein den Menschen und Märkten dienendes Tauschmittel und als ein Mittel der gesellschaftlichen Integration davon abhängig, dass es mit Zins und Zinseszins bedient wurde. Zeit ließ sich auf diese Weise zu Geld machen. Das waren so die ersten Beobachtungen und Analysen von wirtschaftlichen Zusammenhängen und Interpretationen der damaligen Wirtschaftskrise. Und seine Überlegungen hat Gesell 1891 erstmals, dann mit zwei Fortsetzungen 1892 schriftlich niedergelegt und in Buenos Aires in deutscher Sprache veröffentlicht. Es war eine große deutsche Gemeinde in Argentinien, also die Italiener, Spanier und Deutschen waren die von den Einwanderergruppen die größten Gruppen, sodass er im Bankwesen und bei Wissenschaftlern, Kaufleuten, sozusagen seinen Kollegen und bei Politikern und Praktikern vielfach versucht hat, mit seinen Schriften dort auf eine Resonanz zu stoßen. Was Gesell seinerzeit als Krisenphänomene vor Augen hatte, das waren gewissermaßen die allerersten Risse im Gesamtzusammenhang von Geld und Realwirtschaft. Er hatte die Anfänge von dem vor Augen, was der Soziologe Karl Polanyi später den Prozess der Entbettung der Geldwirtschaft aus realen Zusammenhängen genannt hat. Und gegenwärtig erleben wir sozusagen ein späteres oder vielleicht das höchste Stadium dessen, die Verselbstständigung von Geld und Finanzwirtschaft in virtuellen Welten. Das Entziehen von Geld aus dem Kreislauf findet heute wenig noch in Horten unter der Matratze statt, aber es hat sich hier in diesem Bereich, haben sich andere virtuelle Formen gebildet. Seine Gedanken über diese Zusammenhänge
waren für Gesell ein ganz, ja auch persönliches, wichtiges Erlebnis. Er war ja eigentlich dorthin ausgewandert, um als Geschäftsmann tätig zu sein. Und es ergriff ihn persönlich immer mehr auch zu sehen, wie diese Gedanken, auf die er gekommen war, nicht nur ihn persönlich betrafen, sondern auch die ganze Gesellschaft. Und so ist er also sozusagen dort auch zu einem sozialen Denker langsam geworden. Vor allem auch, weil ihm noch weitere Zusammenhänge klar wurden und er auf Überlegungen kam, wie man denn diesen Missständen nun eigentlich auch abhelfen konnte. Nicht nur sie zu verstehen, sondern wie man auch Gegenmaßnahmen entwickeln konnte. Eine Reform des Geldes wurde sozusagen zu einem Lebensinhalt. In allerersten Ansätzen hat dann Gesell auch beschrieben, wie der bis dahin existierende Laissez-faire-Kapitalismus sich mit einer Änderung im Geldwesen vielleicht in eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus umwandeln ließe. Und da war seine ganz zentrale Idee, für die ein Schlagwort steht, rostende Banknoten. Die Überlegung, Geld darf nicht gehortet werden und nicht stillgelegt werden außerhalb der Lebenszusammenhänge und des Kreislaufes, sondern es muss sich wie alles andere auch in eine stetige Bewegung hineinversetzen lassen. Rostende Banknoten, wie er sie sich vorstellte, das, die allererste Illustration ist ein bisschen verwirrend. Ich erläutere das ein bisschen. Geld sollte, und Sie haben das ja in anderen Zusammenhängen wahrscheinlich auch vielfach gehört, Banknoten sollten im Laufe der Zeit ganz periodisch, kontinuierlich ein bisschen von ihrem Wert, Nennwert etwas verlieren. Und das war sozusagen die Überlegung, die strukturelle Macht und Überlegenheit des Geldes über Menschen und Märkte zu kompensieren. Durch das Rosten und Altern des Geldes würde das Geld gleichsam entthront und mit der menschlichen Arbeit und ihren Erzeugnissen strukturell auf eine gleiche Stufe gestellt. Rostende Banknoten würden ohne Unterbrechungen bedingungslos, ich habe das Wort mal bewusst mit einbezogen, weil es ja auch in der Grundeinkommensdiskussion immer um die Bedingungslosigkeit dieser Geldflüsse geht. Solches Geld würde sich bedingungslos durch den Wirtschaftskreislauf bewegen. Und davon hat sich Gesell in mehrfacher Hinsicht positive Auswirkungen erhofft. Ich will mal die erste erläutern. Er hat sich vorgestellt, wenn alles in Verkehr gegebene Geld auch wirklich zirkuliert, dann kommen die Notenbanken in die Lage, die Menge des in Verkehr gegebenen Geldes auch gut, exakt an die Bedürfnisse des menschlichen Verkehrs anpassen zu können. Das klingt auf den ersten Blick sehr paradox, dass einzelne Geldzeichen sozusagen rosten und altern sollten, aber das Geld, die über eine ganz exakte Dosierung der Menge am Ende eine ganz hundertprozentig stabile Kaufkraft als Währung bekommen sollte. Eine Analogie mag das kurz erläutern, was damit gemeint ist, auch wenn Analogien immer so ein bisschen nur Notbehelfe sind. In einem ausgewachsenen menschlichen Organismus sorgen etwa 7 Liter Blut dafür, dass unser Stoffwechsel immer gut abläuft. Die einzelnen Blutkörperchen sozusagen altern und müssen erneuert werden, aber 1 Liter Blut hat immer dieselbe Transportkapazität für das, was für den Stoffwechsel im Organismus notwendig ist. So ähnlich könnte man sich auch die Kaufkraftstabilität der gesamten Geldmenge vorstellen. Euros, Dollar, Yen, Schweizer Franken und wie sie alle heißen als Währungseinheiten würden damit über lange Zeiträume genauso unveränderlich stabil geeicht wie Meter, Kilogramm, Liter oder andere Maßeinheiten. Das kann man sich gar nicht ausdenken, was das für Konsequenzen haben könnte auf unser wirtschaftliches Zusammenleben, wenn wir also für alle Transaktionen wirklich eine ganz stabile Maßeinheit hätten, die so stabil wäre und unveränderlich wie die anderen Maßeinheiten. Also es wird ein riesengroßer Aufwand in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betrieben und woanders, um diese metrischen Dinge unveränderlich zu halten. Und beim Geld leisten wir uns einen Zustand, bei dem die Maßeinheit wie ein Gummiband veränderlich ist.
Also eine Kaufkraftstabilität, null Inflation, null Deflation, würde ein unglaubliches Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit in die ganze Wirtschaft hineinbringen, was sehr wichtig auch ist, da wo Verträge über lange Zeiträume geschlossen werden, zum Beispiel bei der Vorsorge für Krankheit und Alter. Das mag als Andeutung zu diesem Themenbereich genügen. Eine zweite ganz wichtige Auswirkung von rostenden, stetig umlaufenden Banknoten hat Gesell auch frühzeitig erkannt. Er hatte beobachtet, dass Güter-, Arbeits- und Kapitalmärkte sich in dem bisherigen Zustand in ständigen Ungleichgewichten befanden. Und er hatte dann die Vorstellung, wenn sich der Geldkreislauf verstetigen lassen würde und die Kaufkraft stabilisieren, dass dann auch Güter-, Arbeits- und Kapitalmärkte auf mittlere Sicht in ein Gleichgewicht kommen, ihre Schieflagen überwinden und langfristig, mittelfristig, langfristig sich dann das durchschnittliche Zinsniveau gegen Null absenken lassen könnte. Mit rostenden Banknoten oder wie man später sagte, mit dem Freigeld wollte Gesell den Zins also keineswegs verbieten oder abschaffen, was vielfach missverstanden wurde, sondern er wollte dafür sorgen, dass das durchschnittliche Zinsniveau von ganz alleine gegen Null absinkt und um Null schwankt. Die Zinsen sollten durchaus eine gewisse Beweglichkeit in einer engen Bandbreite um Null behalten. Und zwar aus folgendem Grunde: Zinsen haben auch eine Lenkungsfunktion in der Wirtschaft. Diese Bewegungen des Zinses in einer kleinen Bandbreite bleibt notwendig, um Ersparnisse auf dezentrale Weise in die richtigen Investitionen zu leiten. Aber bei einem durchschnittlichen Zinsniveau von Null sollte das Geld verteilungsneutral werden und seine Fähigkeit aus der Vergangenheit verlieren, Einkommen von den Arbeitenden zu den Vermögenden umzuschichten. Das ist ja etwas, was Helmut Kreuz später anhand von Zahlen, Daten und Fakten, sein großes Thema, wo er sehr viel aufbereitet hat, um zu zeigen, wie diese gesellschaftliche Fehlentwicklung bisher läuft. Und an dieser Stelle kommt jetzt, Moment, jetzt habe ich, glaube ich, eine Stelle erreicht, wo ich gerne auch die Parallele zu Samuel Hahnemann kurz mit berücksichtigen möchte. Die Idee, Geld in eine ganz stetige Bewegung zu bringen, das war etwas, wo mir seinerzeit in den 80er Jahren durch die Begegnung mit der Homöopathie bewusst wurde, dass das eigentlich im sozialen in der Heilung des sozialen Organismus etwas Ähnliches sein könnte, wie das, was Hahnemann in der Homöopathie für die Heilung von Krankheiten einzelner Menschen überlegt hatte. Und zwar schaute sich Hahnemann als homöopathischer Arzt zuerst die Gesamtbilder von Krankheitssymptomen an und wollte danach nicht die einzelnen Symptome jeweils einzeln mit Gegenmitteln bekämpfen, sondern er überlegte, welches eine Arzneimittel zum Gesamtbild der Krankheitssymptome passen könnte und wollte dann dem kranken Organismus diese eine Arznei verabreichen als Impuls, als heilenden Reiz, um dem kranken Organismus die Kraft zu geben, sich selbst zu helfen und sich selbst regulierend wieder in ein gesundes Fließgleichgewicht zu bringen. Und da könnte ich mir vorstellen, in ähnlicher Weise auch Gesells Geldreform mit den rostenden Banknoten als eine ganzheitliche Regulationstherapie für die Wirtschaft zu betrachten. Auch Gesell wollte nicht die vielen Krankheitssymptome in der sozialen Krise einzeln mit Subventionen oder allen möglichen Instrumenten bekämpfen, sondern er erkannte, dass von diesem in sich widersprüchlichen kapitalistischen Geld ganz viele Störungen in allen Bereichen der Wirtschaft ausgehen, dass das Geld sozusagen auf alle Bereiche der Wirtschaft störend ausstrahlt. Und er guckte sich das Gesamtbild aller dieser wirtschaftlichen Krisenphänomene an
und überlegte dann, dass es sozusagen in den tiefen Schichten der Gesellschaft im Geldwesen einen Bereich gibt, der Ursachenebene, wo man mit einer Geldreform ansetzen könnte, um dann auch dem sozialen Organismus die Kraft zu geben, mit der Geldreform sich selbst tätig zu heilen und auch wieder in ein soziales Gleichgewicht zu bringen. So könnte man das Geld vielleicht, eine Geldreform, auch eine Art, als eine Art Konstitutionsmittel für den sozialen Organismus betrachten. Ein Mittel, das es erlaubt, die blockierte wirtschaftliche Dynamis, also die ökonomische, soziale Lebenskraft, wieder in Fluss zu bringen und damit die Wirtschaft in die Lage versetzen, sich nach einer vorübergehenden Phase der Erstverschlimmerung dann in einem neuen Gleichgewicht selbsttätig zu stabilisieren. Und weil nicht nur Samuel Hahnemann hier in Köthen gewirkt hat, sondern auch Johann Sebastian Bach, habe ich mir überlegt, an dieser Stelle noch eine ganz kleine Notiz einzufügen und zu versuchen, so ein bisschen einen Bezug zur Musik und der sozialen Frage herzustellen. Es gab nämlich im 19. Jahrhundert bei den ökonomischen Klassikern, besonders in Frankreich, einige große Geister, die gesagt haben, nach der Abschaffung der Feudalgesellschaft kommt die bürgerliche Marktgesellschaft und da breiten sich harmonische soziale, ökonomische Verhältnisse aus. Also es gab die Analogie bei den Klassikern zu musikalischen Harmonien. Das Dumme war nur, die Realität sah völlig anders aus, was nach meiner Ansicht aber nicht gegen die Idee spricht, sondern als Konsequenz haben könnte, zu überlegen, wie kriegt man denn ökonomische Verhältnisse auch harmonisch hin. Wir leben in einer Welt sozusagen voller sozialer Dissonanzen. Und vielleicht ließe sich nun überlegen, ob die Geldreform vielleicht für den gesamten sozialen Organismus so etwas wie eine Therapie sein könnte, um harmonische Proportionen und Intervalle im sozialen gegenseitigen Geben und Nehmen entstehen zu lassen. Und dafür zu sorgen, dass sozusagen auch die Gesellschaft so etwas wie ein wohltemperiertes Gesamtgefüge wird, so wie Bach sich das in der Musik vorgestellt hat. Also vielleicht ließe sich auch die Geldreform als ein zentraler Baustein einer gesellschaftlichen Harmonielehre interpretieren. Und wir könnten uns fragen, das ist wirklich auch jetzt eine Frage an Sie, gibt es in der Musik, weil ich auf dem Gebiet Laie bin, gibt es vielleicht auch in der Musik so etwas wie die Geldreform oder die homöopathischen Arzneimittel, vielleicht so etwas, was dafür sorgt, dass in der Musik Töne, wenn sie einmal ein bisschen aus der Balance geraten, nicht in ein Chaos übergehen, sondern dass sie sich wieder einfangen und wieder in ein harmonisches Gefüge zurückfinden. Also das wäre nochmal eine ganz interessante Frage, über Analogien verständlich zu machen, was eigentlich mit Geldreform gemeint ist. Das so als kleiner Gedankenausflug nebenbei. Ich möchte jetzt gerne mit einem Überblick über die Entwicklung der weiteren Überlegungen von Gesell in der Entwicklung seines Werkes vorangehen. In Argentinien hatte er ein ganz großes Problem, dass er dort kaum Resonanz für seine Gedanken fand. Und die brauchte er natürlich dringend als Gedankenaustausch, natürlich auch als Unterstützung, weil man sehr geistig sehr einsam werden kann, wenn man etwas im Blick hat und gerne weitergeben möchte und nur Unverständnis in der eigenen Umgebung erlebt. Deshalb hat Gesell von Argentinien aus auch seine Schriften nach Deutschland verschickt, an Wissenschaftler, Politiker und Praktiker. Und dabei hat sich ein verheißungsvoller Briefkontakt ergeben. Ein Mensch in Deutschland schien ihn zu verstehen und das war der christliche Pazifist Moritz von Egidi in Berlin, der auch eine Zeitschrift herausgab, in der Gesell begonnen hatte, auch ein paar kleine Artikel zu schreiben. Und der Wunsch nach einem engeren Gedankenaustausch und nach Zusammenarbeit war dann maßgeblich dafür, dass er
sich bemüht hat, in seiner Familie einen seiner Brüder zu bewegen, das Geschäft zu übernehmen, damit er nach Europa zurückkehren kann. Doch dann passierte wirklich was Tragisches, das ließ sich alles organisieren. Er machte sich auf den Weg zurück von Buenos Aires, kam in Hamburg mit dem Dampfer an und bekam als allererstes eine Tageszeitung in die Hand und schlug sie auf und sah eine große Todesanzeige. Moritz von Egidi war einige wenige Tage vorher im Alter von nur 51 Jahren verstorben. Und es war nicht einmal mehr möglich, auch noch zu der Trauerfeier zu gehen für ihn. Das wäre eine Gelegenheit gewesen, Geistesgrößen wie Werther von Suttner oder Gustav Landau und Adolf Damaschke, Franz Oppenheimer, also alternative Querdenker, die in Deutschland zu jener Zeit sich schon gefunden hatten, die dort alle auf einen Schlag kennenzulernen und sozusagen in diese Szene hineinzukommen. Auch das hat er leider verpasst und ist zunächst weitere Jahre ein ganz einsamer Kämpfer geblieben. Er ist dann, weil ihm die geistige Enge in der Weimarer Republik, im Deutschen Kaiserreich, weil ihm das alles zu eng war, ist er dann in die Schweiz weitergezogen, als das bestdemokratisch verwaltete Land, wie er einmal geschrieben hat, hat sich dort einen Bauernhof erworben in der französischsprachigen Schweiz, sehr viele Quellenstudien betrieben. Ich glaube, das habe ich auch noch da, weil das lassen wir mal weg. Ich glaube, ich muss ein bisschen auch auf die Zeit achten. In dieser schönen Umgebung, wo Gesell einen Bauernhof bewirtschaftet, auch Bienen züchtete und Landbau betrieb, da hat er seine Freizeit genutzt, um ganz viel ökonomische Fachliteratur zu lesen, weil es ihm wichtig war, auch seine eigenen Theorien mit den herrschenden Theorien zu vergleichen. Der Marxismus war ihm ohnehin schon vertraut und er hat dann eben auch Pierre Proudhon als seinen ganz wichtigen französischen Vorläufer entdeckt und anerkannt, den amerikanischen Bodenreformer Henry George. Also das ist eine ganz geistig fruchtbare Zeit, obwohl er immer noch für sich alleine war, hat sich aus Bibliotheken Literatur besorgt und doch sehr vieles dann gefunden, was ihn auch weitergebracht hat. Vor allem durch Henry George die Überlegung, dass die ganze soziale Frage nicht nur am Geldproblem hängt, sondern dass es auch noch eine ganz große Bodenfrage gibt. Ihm wurde deutlich, dass die Bodenrente genauso wie Kapitalzinsen ein leistungsloses Einkommen darstellt, wodurch eine ganz ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen entstehen. Henry George war ihm da vorausgegangen mit kritischen und konstruktiven Überlegungen, wie man aus diesem sozialen Unrecht herauskommen könnte. Und Gesell kam dann von sich aus zu der Überlegung, dass man Boden nicht mehr als Handelsware und Kapitalgut und Spekulationsobjekt behandeln darf, sondern als ein unveräußerliches Gemeinschaftseigentum aller Menschen. Daran sollte es nach dem Vorbild von Erbbaurecht und Erbpacht zeitlich befristete private Nutzungsrechte geben, aber keine Eigentumsrechte mehr. So wurde aus der Geldreform eine Geld- und Bodenreform. Beide Formen von leistungslosen Einkünften aus der Bodenrente und aus dem Kapitalzins wollte Gesell unmöglich machen, um eine gerechte Verteilung herbeizuführen, die Bodenrente pro Kopf an die Bevölkerung zurückzahlen und das Zinsniveau gegen Null bringen, sodass diese Form des leistungslosen Einkommens gar nicht erst entstehen konnte. Sein Ziel war, dass der Arbeiterbewegung soziale Gerechtigkeit, gleichmäßige Einkommens- und Vermögensverteilung, aber er wollte dieses Ziel eben über eine Ordnungspolitik im Bereich des Geldwesens auf eine freiheitliche Weise, durch eine gerechte Rahmenordnung erreichen. Es ergaben sich weitere Hoffnungen, das Sozialgefüge und die soziale Entwicklung positiv damit beeinflussen zu können. Und zwar im Bereich der Unternehmenswelt, der Arbeitswelt. Gesell überlegte, bei einer gerechten Einkommensverteilung können die Menschen mehr als in dem vorherigen ungerechtigen kapitalistischen Stadium sparen von ihrem Einkommen. Das würde eine breite Sachkapitalbildung und Dezentralisierung von Produktionsmitteln ermöglichen und den Weg freimachen für eine monopolfreie Marktwirtschaft mit ganz vielen kleineren und mittleren Unternehmensgrößen.
Und das war eigentlich auch das Ideal der französischen Revolution und der klassischen Ökonomen gewesen, eine bürgerliche Marktgesellschaft, wo Menschen nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch auf gleicher Augenhöhe stehen und sich als Gleiche und Freie begegnen. Andeutungsweise gibt es Überlegungen, dass sich dann eine ganz bunte Vielfalt von Eigentumsformen entwickeln könnte. Privates Eigentum, kirchliches, genossenschaftliches, gemeinwirtschaftliches, staatliches und dergleichen. Dabei würde es dann nicht mehr wie bei den damals entstehenden Aktiengesellschaften darum gehen, möglichst viel aus der Substanz rauszuholen und sie zu vermehren, durch Dividenden Wertzuwächse erzielen, sondern damit verbunden war die Idee, die Substanz über die Zeit hinweg zu erhalten. Wirtschaften um des Wirtschaftens willen und nicht um mehr Geld aus Geld zu machen. Im Zusammenhang mit der Bodenreform ist noch eine Überlegung bei Gesell erstmals 1904/5 aufgetaucht, die ich auch sehr beeindruckend fand, weil er schon die Begrenztheit der Bodenschätze andeutungsweise mit ins Blickfeld bekam. Das ist etwas, was man heute noch in Richtung Saatgut, Gene und Erdatmosphäre und Wasser und wie auch immer als im Rahmen der Gemeingüterdiskussion erweitert. Die ersten Anfänge dieses Blickes sind bei ihm schon Anfang des 20. Jahrhunderts zu beobachten, wo ich das wirklich weitblickend finde, im Zeitalter der beginnenden Motorisierung mit Ölverbrauch und dergleichen sich zu überlegen, dass man Öl und andere Ressourcen als ein gemeinschaftliches Menschheitseigentum betrachtet, was sich nicht Staaten, Konzerne und sonst jemand mächtige Gruppen aneignen dürfen, sondern das ist ein gemeinschaftliches Gut aller Menschen. Das ist leider damals aber erst bei den allerersten Gedankenskizzen geblieben und noch nicht weiter ausgeführt, weil es sich in seiner Familie als Notwendigkeit ergab, wieder nach Argentinien zurückzugehen. Und der Bruder, dem er das Geschäft übertragen hat, war überraschend gestorben und die Firma musste fortgeführt werden. Das war ja auch die Existenzgrundlage für Gesell selber. Also kam er im Sommer 1906 ein zweites Mal nach Argentinien, auch wiederum für mehrere Jahre. Und das war dann der Zeitraum, in dem sich die Ausdehnung der Geldreformen-Ideen auf die internationale Ebene als sein nächster thematischer Schwerpunkt entwickelte. Das hat er auch in spanischer Sprache formuliert und veröffentlicht, also auch um in seinem Gastland Argentinien nicht nur die dortige deutsche Gemeinde anzusprechen, sondern auch die gesamte Bevölkerung. Er stellte sich vor, eine internationale Währungsordnung als ein Akt internationaler Brüderlichkeit, um auch sozusagen das Zeitalter des Kolonialismus zu überwinden. Nicht nur, dass Menschen sich binnenwirtschaftlich als Freie und Gleiche auf gleicher Augenhöhe begegnen, sondern auch Menschen weltweit in Nord und Süd, dass sie ökonomisch und politisch alle sozusagen auf eine gleiche Ebene gelangen. Ein weltwirtschaftliches, globales Gleichgewicht. Auch das eine Idee, die ich faszinierend finde für die damalige Zeit, dass Gesell derjenige war, der in diese Richtung gedacht hat. Es blieb aber auch da zunächst bei Ansätzen, die er nicht weiter ausführen konnte, weil es ihn wieder nach Europa zurückzog. 1911 waren seine beiden Söhne so weit herangewachsen, dass er ihnen die Firma übertragen konnte. Und Gesell hat diese Gelegenheit dann wahrgenommen, wieder nach Deutschland zurückzukehren, weil er in Berlin die ersten Freunde gefunden hatte. Da entstand eine Zeitschrift Der Physiokrat. 1912 ist in dieser Zeitschrift übrigens eine ganz beeindruckende Warnung erschienen, eine Warnung vor der Gefahr eines ganz großen Krieges, wenn es nicht gelingen würde, der Politik die sozialen Verhältnisse gerechter zu gestalten, sodass sich also aus der Ungerechtigkeit und aus internationalen Konflikten auf Basis dieser Ungerechtigkeit, dass sich daraus Kriegsursachen entwickeln und das alles in einem blutigen Krieg enden könnte. 1912 fand ich auch sehr schön, dass bei Quellenstudien sowas zu entdecken.
Gesell hat sich dann in der Zeit zunächst in Berlin und dann in Oranienburg in dieser bodenreformerischen Obstbaugenossenschaft niedergelassen. Und da hatte ich gestern die Gelegenheit und auch vorgestern an einer Veranstaltung teilzunehmen. Nicht mit ganz so vielen Menschen wie hier, wir waren etwa 90 Personen am Freitagabend in einer Vortragsveranstaltung. Und wir waren gestern noch dann mit etwa 60 Personen von Berlin aus nach Oranienburg gefahren, haben auch die Grabstelle besucht und diese Reformsiedlung Eden, uns da noch einige Stunden aufgehalten und uns auch nochmal mit der Geschichte dieser Siedlung beschäftigt. Dort, also das ist ein Foto von Gesell auf der Überfahrt auf dem Dampfer, als er von Argentinien 1911 wieder zurückgekehrt ist. In dieser Zeit 1913 bis 1916 ist in Eden, Oranienburg, sein Hauptwerk, die natürliche Wirtschaftsordnung, entstanden. Wir sind gestern sogar auch noch mal an dem Haus vorbeigespaziert, wo er damals gelebt hat. Das Buch ist 1916 in Berlin noch gedruckt erschienen, konnte aber in Deutschland nicht mehr verbreitet werden, weil genau in dem Moment die Kriegszensur einsetzte und sowohl für die Zeitschrift Physiokrat als auch für Gesells Hauptwerk und für andere Schriften das Ende jeder Verbreitungsmöglichkeit bedeutete. Aber erwähnen möchte ich noch kurz diese kleine Zeichnung und ein Zitat. Gesell hat sein Hauptwerk dem französischen Sozialreformer Pierre Proudhon gewidmet, der große Gegenspieler von Karl Marx, und hat dann geschrieben, ihr standet vor dem Kapital, also mit ihr meinte er die Arbeiterbewegung, die von Marx beeinflusst war, ihr standet vor dem Kapital wie eine nach Blut dürstende Meute vor einem Igel und ihr wusstet nicht mit eurer Marxischen Theorie, wie ihr das richtig packen solltet und das Problem lösen könntet. Gesell teilte eine ausbeutungsfreie Wirtschaft als Ziel der Arbeiterbewegung, aber er wollte es, wie gesagt, auf anderen Wegen verwirklichen, in Anknüpfung an englische und französische Frühsozialisten und Proudhon, nicht durch eine allgemeine Verstaatlichung der Wirtschaft, sondern durch eine Befreiung der Privatwirtschaft von Monopolstellungen und anderen Machtgebilden. Seine Vorstellung einer freiheitlichen und gerechten Zukunftsgesellschaft hat Gesell nicht in allen Einzelheiten dargestellt, aber letztlich, wie eben schon einmal angedeutet, es war sozusagen die historisch verspätete Verwirklichung der Ideale der bürgerlichen französischen Revolution, die ihm vor Augen stand. Die alte hierarchische Ständegesellschaft war im Frühkapitalismus in eine neue hierarchische kapitalistische Klassengesellschaft übergegangen und eben nicht in die egalitäre Bürgergesellschaft, die die französischen Revolutionäre eigentlich herbeiführen wollten. Die hatten sich einen einheitlichen dritten Stand als Gesellschaft vorgestellt und wie gesagt, es war eine neue soziale Hierarchie aus Großbürgertum, Mittelschichten und einem immer größer werdenden Proletariat entstanden. Das ist ein Zitat, wo genau diese gesellschaftspolitische Vision noch einmal zum Ausdruck gebracht wurde. Reichtum und Armut sind gleichmäßig verkehrte Zustände. Sie gehören nicht in einen geordneten Staat. Armut ist eine Kette und Reichtum ist eine Kette. Und der Anblick von Ketten muss jedem Freien ein Gräuel sein. Ehe wir nicht den letzten Proletarier zur letzten Ruhe neben dem letzten Kapitalisten bestatten, gibt es keinen Frieden am Herd, in der Gemeinde, im Staate und im Völkerleben. Also das ist sozusagen verdichtet die Vision einer egalitären, gerechten Bürgergesellschaft. Und in verkürzter Form habe ich dieses Zitat auch zum Titel des Buches ausgewählt, was wir von unserer Stiftung für Reform der Geld- und Bodenordnung anlässlich von Gesells 150. Geburtstag herausgegeben haben. Reichtum und Armut gehören nicht in einen geordneten Staat. Und ich denke, das ist ein Leitbild, eine Formulierung, die auch sehr viele Anknüpfungspunkte zur heutigen Situation und zur heutigen sozialkritischen Diskussionen bietet.
Also in der Französischen Revolution sind zwei Weichen falsch gestellt worden, die Legalisierung des Privateigentums an Boden und an den Ressourcen. Und in der Französischen Revolution wurde auch das bis dahin noch vielfach anerkannte kanonische Zinsverbot der mittelalterlichen Scholastik endgültig aufgehoben. Und Gesell zufolge entwickelte sich dann der 1789 sozusagen sich frei sich selbst überlassene Kapital- und Geldzins zum Spaltpilz und Friedensstörer in der Menschenfamilie. Auch dieser Begriff Menschenfamilie ist etwas, was mich sehr bewegt hat, als ich das gefunden habe. Von zwei Seiten also wollte Gesell die bürgerlich-kapitalistische Hierarchie in eine egalitäre Gesellschaft übergehen lassen. Unten sollten die proletarisierten Massen wieder angehoben und in Bürger verwandelt werden. Und an der Spitze der sozialen Pyramide wollte er die Personalunion von Unternehmern und Kapitalisten auflösen und sozusagen den Weg auch in der Mitte für ein soziales Unternehmertum ebnen. Eine Vision, die sozusagen auch wieder in Ansätzen erst einmal nur formuliert ist, aber doch, ich denke, dass ich das deutlich machen kann, ein Potenzial an Freiheit und Gerechtigkeit enthielt, das sehr viel größer war als im Kommunismus oder auch später im Faschismus, also in anderen totalitären Bewegungen, die sich auch als Versuche verstanden haben, Auswege aus dem Kapitalismus zu finden. Was Gesell damals leider noch nicht erkannt hat, also er hatte die Idee einer neuen Bürgergesellschaft, aber er hat noch nicht in allen Formen wirklich erfasst oder vorausgeahnt oder gesehen, auch welches Potenzial an demokratisch-partizipativen Unternehmensformen in seiner Idee enthalten war. Und was er auch noch nicht gesehen hat, war, welches Potenzial an Ergänzungsmöglichkeiten zwischen Wettbewerb und Kooperation dort bereit lag. Das hängt damit zusammen, dass in anderer Hinsicht sein Denken auch vom Zeitgeist geprägt und vielleicht auch ein bisschen getrübt war. Aufgrund seiner Enttäuschung von der sozialen Blindheit der Kirchen hatte sich Gesell als junger Mann der Evolutionstheorie von Darwin zugewandt. Und ich weiß nicht, das ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt, Darwin hatte in England einen sozusagen kongenialen zweiten Evolutionsforscher, Alfred Russel Wallace, der sehr viel Gespür für die soziale Frage hatte. Wallace war in England der Vorsitzende der Landreformgesellschaft und hat auch Geldreformvorschläge auf seine Weise vertreten. Und da regte, als Gesell das mitkriegte, da regte sich bei ihm wieder der große Wunsch, endlich einen ebenbürtigen geistigen Partner zu finden, der ihn auch vielleicht unterstützen würde. So ist er in diese darwinistische, evolutionstheoretische Gedankenwelt mit hineingeraten und hat sich dann leider auch das Vokabular angeeignet und auch im Falle eines monopolfreien Wettbewerbs von einem Kampf ums Dasein gesprochen. Das hat später sehr viele unglückselige Missverständnisse ausgelöst. Dabei ging es ihm eigentlich doch nur darum, gleiche Startchancen für alle in einem freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte herbeizuführen. Das ist etwas ganz anderes als Kampf ums Dasein. Und ein zweiter Punkt ist in seinem Werk zu finden, der auch später für viele Missverständnisse gesorgt hat, nämlich da ist die Idee, die vergesellschaftete Bodenrente an Frauen mit Kindern als eine Mütterrente auszuzahlen. Ich finde zunächst sehr sympathisch, dass Gesell nicht nur die Produktion, sondern auch die Reproduktion im Blick hatte. Das war sehr fortschrittlich für damalige Zeiten. Und es ging ihm auch darum, Frauen mit Kindern aus der finanziellen und materiellen Abhängigkeit von erwerbstätigen Vätern zu befreien. Sehr viele Frauen haben damals und später darunter gelitten, dass sie abhängig waren. Das war allerdings hier bei Gesell noch in traditionellen Rollenmustern gedacht. Die Frau zu Hause mit Kindern und der Mann draußen irgendwo erwerbstätig. Und er wollte sozusagen beide
ökonomisch auf eine gleiche Stufe stellen, aber hat an dem traditionellen Rollenverständnis noch nicht gerüttelt. Es wäre aber ein leichtes, natürlich in unserer Zeit, das zu flexibilisieren und zu sagen, das wird ein Elterngeld, was beide Elternteile kriegen können, wenn sie vielleicht außerhäuslich halbtags tätig sind und sich die Familienarbeit teilen. Oder wenn eine Frau erwerbstätig ist außer Haus, dann würde es der erziehende Vater als Erziehungsgehalt bekommen. Da ist aber jetzt leider noch ein Punkt, der uns in den letzten Jahren sehr viel Kummer gemacht hat. Gesellschaft hat auch in diesem Kontext die darwinistische Sprache leider übernommen und die finanzielle Gleichrangigkeit zwischen den Geschlechtern, ich erzähle das mal hier anhand eines Ausdruckes, als eine Möglichkeit gesehen für die Hochzucht des Menschengeschlechtes. Ganz bewusst war das überhaupt nichts Rassistisches, aber es sollte die ökonomische Möglichkeit geben für eine geistig-kulturelle, seelische Selbsterziehung und Höherentwicklung. Und das hat er mit dem unglückseligen Begriffen Hochzucht aus der Evolutionstheorie versucht auszudrücken. Das ist natürlich ein Begriff, der für uns Spätere, die nationalsozialistische Zeit sozusagen als Geschichte und mahnendes Beispiel jetzt im Rückblick kennengelernt haben, wo wir die Erfahrung gemacht haben, sehr viel, dass diese Begrifflichkeiten natürlich erschrecken und Angst wecken, dass im Gesetz, in seinen Werken auch ganz problematische Inhalte mit drinstecken können. Gemeint war in Wirklichkeit mit diesem unglückseligen Begriff Hochzucht, dass Frauen diejenigen Männer, die dem Alkohol verfallen waren und den Familienunterhalt vertranken, dass sie die in die Wüste schicken konnten, weil sie eben finanziell als Mütter unabhängig gestellt waren. Aber wie gesagt, das ist ein Bereich von Gesellswerk, der sehr viel unerfreuliche Diskussion, weil einfach das Ganze, was er meinte, in unglückselige Vokabeln gekleidet war, der da auch einen Schatten auf sein Werk geworfen hat und die Diskussion gerade in den letzten Jahren häufig schwierig gemacht hat. Ich hatte schon angedeutet, dass Gesell in Deutschland dann keine Möglichkeiten mehr hatte, weiterhin zu wirken. Ich muss mal gucken, welche Folie da jetzt kommt. Genau das ist diejenige, die zu dem gehört, was ich jetzt noch ansprechen möchte. Er ist Anfang 1916 dann wieder in die Schweiz zurückgekehrt, weil in Deutschland unter den Kriegsumständen kein öffentliches Wirken mehr möglich war und hat Vorträge vor dem Weltfriedensbund in Zürich gehalten und dort versucht, die Bedeutung seiner Wirtschaftsreformideen für den ganzen Themenbereich Krieg und Frieden deutlich zu machen. Wer den Völkerfrieden will, so lautete die zentrale Aussage, muss wissen, dass er ihn nur vom Altar des Bürgerfriedens, von der gelösten sozialen Frage holen kann. Der Bürgerfriede ist die Keimzelle des Völkerfriedens. Der Völkerkrieg ist eine Nebenerscheinung der Schichtung des Volkes in einzelne Klassen und des Klassenkampfes gegeneinander, des bürgerlichen Wirtschaftskrieges. Die Ursache des in allen Kulturstaaten herrschenden bürgerlichen Kriegszustandes ist wirtschaftlicher Natur. Ist die Wirtschaft in Ordnung, so ist auch der Friede zwischen den Menschen und Völkern gesichert. Gegensätze aus der geistigen Welt stören niemals ernsthaft den Frieden. Auch Rasse und Sprache veranlassen keinen Krieg, wie denn überhaupt der Krieg nichts mit den Lebenserscheinungen zu tun hat. Und unter den Bedingungen des Ersten Weltkriegs war es für Gesell ein ganz wichtiges Anliegen, die soziale Frage zu lösen, um damit dem Krieg und der Gewalt den Nährboden zu entziehen. Und er hatte die Sorge, dass das ungerechte Geld- und Bodenrecht, was schon die Staaten des Altertums in Trümmer zerlegt hatte, auch wieder mit unserer Kultur fertig werden, wenn wir dieses Problem nicht rechtzeitig lösen. Eine kleine bemerkenswerte Einzelheit noch aus der Biografie. In seiner Zeit in der Schweiz während des Ersten Weltkriegs war auch Lenin dort im Exil
Und Gesell hatte versucht, Kontakte zu Sozialdemokraten zu knüpfen und auch Kontakte in das persönliche Umfeld von Lenin, weil er beobachtete, dass Lenin eine wichtige Schlüsselfigur für die russische Revolution werden könnte. Und daraus entstand sein Wunsch, dass er dem Lenin seine Ideen sozusagen mit ins Reisegepäck geben möchte. Er hat in einem ausführlichen, langen Brief seine Gedanken erläutert und an Lenin abgeschickt. Aber Lenin hat diesen Brief leider nie bekommen. Dann die nächste Zäsur, unmittelbar nach Kriegsende eine Arbeiter- und Räterebewegung im damaligen Deutschen Reich, in Kiel, Wilhelmshaven und überall München. Überall richten sich Umbruchsbewegungen, die das untergegangene Kaiserreich durch andere Formen der Gesellschaftsordnung ersetzen wollten. In München wurde der Landtagspräsident Kurt Eisner im April 1919 ermordet und das war der Auslöser dafür, dass eine Räterepublik in München ausgerufen wurde. Beteiligt waren daran Ernst Niekisch, der libertäre Kulturphilosoph Gustav Landauer, der anarchistische Dichter Erich Mühsam und auch der Dichter Ernst Toller und manche andere, die Gesell in der Zwischenzeit in seiner Berliner Phase schon kennengelernt hatte. Er war mit Gustav Landauer befreundet. Und Landauer und Mühsam waren ebenfalls an dieser Entstehung der Räterepublik beteiligt. Und als es darum ging, wer denn nun eigentlich die Verantwortung für das Finanzwesen übernehmen sollte, erinnerten sie sich daran, dass das doch Gesells Gedankenschwerpunkt war und dass er doch derjenige sein könnte, der in München und Bayern das Geldwesen neu ordnen könnte. So kam es zu seiner Funktion als Volksbeauftragter für das Finanzwesen. Aber diese erste Räteregierung wurde schon nach 10 Tagen weggeputscht von einer zweiten kommunistischen, die nach wenigen Tagen auch abgelöst und niedergeworfen wurde. Und dann übernahmen Sozialdemokraten das politische Ruder. Und leider ist Gesells Freund und der große Kopf und Denker Gustav Landauer dann auf eine ganz bestialische Weise in München umgebracht worden. Und das war insofern tragisch, als Gesell und Landauer und Mühsam eigentlich ein gemeinsames Projekt hatten. Sie wollten einen sozialistischen Freiheitsbund aufbauen, als Sammelbecken für alle freiheitlich denkenden Gesellschaftskritiker und als Gegengewicht zu denen, die alles nur in den Händen des Staates zentralisieren wollten. Erich Mühsam ist zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt worden, hat davon 5 Jahre abgesessen, unter großem Leid. Und Gesell hatte das Glück, dass er von dem Vorwurf des Hochverrates im Sommer 1919 freigesprochen wurde. Da ist eine Stelle aus seiner Verteidigungsrede. Und das ist nochmal ein kleiner Anblick. Hier diese 10 Tage Volksfinanzhaus. Das ist sozusagen die Residenz gewesen, in der sich dieses Ministerium für Finanzwesen befunden hat. Und auf der rechten Seite ist das Gefängnis Stadelheim abgebildet, wo Gesell anschließend, ich glaube, so etwa 10 Wochen inhaftiert war. Aber dann das große Glück hatte, dass er frei kam. Das ist schon der nächste Schritt. Ich glaube, da habe ich irgendwas. Oh, da muss man wohl ein zweites Signal geben. Genau, da habe ich einen kleinen Moment die Übersicht verloren. Das Zitat ist aus der Verteidigungsrede, was ich auch sehr prägnant und bezeichnend für seine Persönlichkeit finde. Das können Sie hinten wahrscheinlich schwer erkennen, deshalb würde ich das gerne nochmal vorlesen. Lange Jahre war ich in Sorge, dass ich verunglücken könnte, ehe es mir gelänge, den Bann des Totschweigens zu brechen. Seit 30 Jahren bin ich ganz bestimmt nicht ein einziges Mal zu Bett gegangen, ohne mich zu fragen, was ich noch tun könnte, um meinen Schatz loszuwerden, ihn zum Gemeingut zu machen. Wahrhaftig, keinem Christophorus ist ein so schweres Kind auf die Schulter gebürdet worden. Also, Gesell wurde freigesprochen vom Vorwurf des Hochverrats, aber er konnte nicht in die Schweiz zurückkehren. Das habe ich vorhin kurz angedeutet bei der Übersicht über seine Biografie. Er lebte dann mehrere Jahre in der Nähe von Berlin,
bei Potsdam in Rehbrücke, wo übrigens auch Albert Einstein eine ganze Weile gelebt hat. Und es gibt aus den Kreisen von älteren Anhängern von Gesells mündliche Überlieferung, dass Gesell und Einstein sich begegnet sein sollen. Aber ich habe dafür leider keinen quellenmäßigen Beleg finden können. Er hat in dieser Zeit ab 1920 sehr viele Kommentare zum Zeitgeschehen in der noch jungen Weimarer Republik verfasst. Auch dazu möchte ich ein paar Informationen, wenn Sie mögen, noch weitergeben. Das sind die Inflationsscheine überdruckt mit Milliarden. Das Geld hat sich damals also in rasanter Geschwindigkeit in dieser Hyperinflation entwertet. Auch dazu hatte auf die zeitgeschichtliche Situation bezogen Gesell gute Vorstellungen, wie man mit den Problemen der Nachkriegszeit hätte umgehen können. Er forderte eine gestaffelte bis zu 75-prozentige Vermögensabgabe, um alle Schichten der Bevölkerung je nach ihrer Leistungskraft dazu heranzuziehen, die finanziellen Folgen und auch die sozialen Folgen des Krieges zu tragen. Und er wollte eine stabile Währung als Grundlage für den Neubeginn Deutschlands als demokratische Republik. Aber die Politik hat damals, wie man sagte, die Sachwertbesitzer und die Kriegsgewinnler verschont und Zuflucht in eine Hyperinflation genommen, um die finanziellen Folgen des Krieges sozusagen sich derer zu entledigen. Durch die große Inflation wurden die mittleren und unteren Schichten ausgeraubt, entwurzelt und so ist der Nährboden für politischen Extremismus entstanden, für die Ideologien, die Ausbreitung der Ideologien von Deutschnationalen und Rechtsradikalen. Gesell hat die Hyperinflation, überhaupt die Inflation, ausdrücklich als eine Sabotage an der noch jungen Demokratie kritisiert und abgelehnt. Er ist auch der Propaganda der Rechten entgegengetreten, indem er gesagt hat, die Siegermächte sollen die von ihnen geforderten Reparationen vom damaligen Deutschen Reich bekommen. Daran gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Er hat sogar die Reparationsforderungen als ein Glück für Deutschland betrachtet, weil es eine Art Notsituation und einen Druck erzeugt, auch darüber die soziale Frage zu lösen. Außerdem hat Gesell ausdrücklich vielfach gefordert, keine Gebietsansprüche an die Nachbarn zu stellen, was eben damals auch von der Rechten ausgiebig getan wurde. Er war dafür unbedingt, eine Aussöhnung mit Frankreich, Polen und Tschechien sehr schnell herbeizuführen. Und was eine wichtige Eigenschaft war, auch in für ihn persönlich und für sein Verantwortungsgefühl für seine Anhängerschaft. Er hat seinen eigenen Anhängern ausdrücklich geraten, nicht in nationalistischen, antisemitischen oder rassistischen Kreisen für diese Geld- und Bodenreform Gedanken zu werben. Programm, Taktik, Werbearbeit müssen es möglich machen, dass in unseren Versammlungen Mitglieder aller Arbeiterorganisationen, der christlichen und der sozialdemokratischen, aller Rassen, aller Stände den Ausführungen folgen können, ohne Furcht davor, dass sie in ihren persönlichen Anschauungen verletzt werden. Unsere Literatur muss für römische Katholiken, für Juden und Protestanten, für Neger wie für Weiße gleichmäßig genießbar sein. Ist das nicht wunderbar? Wir würden natürlich heute Farbige sagen statt Neger, aber es ist ja doch deutlich, welche menschliche Grundhaltung da gemeint ist. Und ich fand das immer wieder bei meinen Quellenstudien, als ich das Gesamtwerk herausgegeben habe, wirklich schön und beruhigend und erfreulich, auf solche Dinge zu stoßen. Jede Herabwürdigung anderer Rassen ist mit aller Kraft entgegenzutreten, sodass alles, was wir sagen und schreiben, ohne weiteres in alle Länder der Welt, unter alle Völker des Menschengeschlechtes getragen werden kann. Das Kosmische, das Allmenschliche der Freiwirtschaft
muss den Geist unseres Kampfes tragen. Gesell hat sich vorzugsweise an die damalige Sozialdemokratie und an die Gewerkschaftsbewegung gewandt. Eigentlich von Anfang an, schon in Argentinien, war es immer seine Hoffnung, die Aufmerksamkeit von Sozialisten und sozusagen liberalen Sozialisten auf das Geldwesen zu lenken, damit sie das als ihr Thema entdecken und dann sozusagen, dass eine Zusammenarbeit möglich wird mit Sozialdemokraten und Gewerkschaften. Seit 30 Jahren, hat er einmal geschrieben, sind wir den Proletariern nachgelaufen. Wir, also er und seine wenigen Freunde. Mit dem einzigen Erfolg, dass wir verhöhnt wurden und ausgelacht wurden. Und dennoch, was ich äußerst bemerkenswert finde, hat sich Gesell von vielen Enttäuschungen nicht dazu verleiten lassen, sich selber nach rechts zu wenden und dort auf Unterstützung zu hoffen. Die nationalistische Propaganda, wie er schrieb, verhetzt nur die Völker und appelliert an die niedrigsten Instinkte. Alles, was das Ausland Gutes schafft, wird entweder verschwiegen oder herabgesetzt, während das Ungünstige breitgetreten wird. Dann ist die Stimmung wieder bald reif für einen Krieg. Und der Krieg wird selbstverständlich das Übel wieder nur vergrößern. Ende 1923 auf dem Höhepunkt der großen Inflation. Gesell war ein Weltbürger. Und er hatte immer, wie wir heute sagen würden, die Hoffnung, die soziale Frage mit seinen Ideen in Kooperation mit Zivilgesellschaft und Wissenschaften lösen zu können. Ergänzt dann in der Zeit auch um sein Konzept für eine internationale Valuta-Assoziation, weil es eben nicht nur um eine binnenwirtschaftliche Stabilisierung und gerechtere Verhältnisse in Deutschland ging, sondern er hat sich Deutschland als Teil der Weltgemeinschaft vorgestellt. So wie innerhalb einzelner Länder selbstständige Bürger auf gleicher Augenhöhe miteinander verkehren sollten, so hat er sich auch einen Weltverkehr vorgestellt von allen Menschen und Völkern auf gleicher Augenhöhe. Ein freier Welthandel ohne jede Monopole und auch ohne jede Zollgrenzen. Danach, nach der großen Inflation 1923, begann in Deutschland, wurde also eine konventionelle Währungsreform gemacht, ohne Berücksichtigung von Gesells Idee, die aber auch schon positive Auswirkungen hatte. Es begannen die sogenannten goldenen 20er Jahre. Seine eigene Anhängerschaft verlor dadurch Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Erfolglosigkeit erzeugte sehr viele Innenreibungen und Streitereien und Spaltungen. Davon hatte Gesell nach wenigen Jahren so sehr die Nase voll, dass er nochmal wieder und war enttäuscht über diese internen Zwistigkeiten, dass er nochmal wieder für anderthalb Jahre nach Argentinien gegangen ist, um sich gedanklich noch einmal für sich selber neu zu sammeln und Ruhe zu finden. Und er hatte vor den Toren von Buenos Aires, das ist jetzt nur ein ganz kurzer Eindruck, nördlich von Buenos Aires hatte er sozusagen ein Gartengrundstück, wo er 1906 begonnen hatte, das zu kultivieren. Das haben seine Söhne dann weitergemacht und Mitte der 20er Jahre in einem Ort Punta Chica an der Bemündung des La Plata sah das Gartengrundstück dann so aus. Und hier kam mir immer die Erinnerung an Monets japanische Brücke, die ich da sozusagen wiederfand. Das war anderthalb Jahre sein letzter Aufenthalt in Argentinien, dann kam Gesell nach Deutschland zurück und siedelte sich dann in Eden-Oranienburg in dieser bodenreformerischen Genossenschaft an, wo er 1913 bis 16 schon einmal gewesen war. Dort verbrachte er seine letzten Lebensjahre mit zwei inhaltlichen Schwerpunkten. Der eine ist ein Schwerpunkt, den ich auch eher wie den Einfluss von Darwin und Evolution eher problematisch finde. Es hat sich in den letzten Lebensjahren ein Hang zum Anarchistischen verstärkt, bis hin zur Vorstellung, den Staat völlig abzubauen.
Das geht natürlich nicht, weil es für die Einführung von Geld- und Bodenreform und auch für den dauerhaften Umgang mit einer gerechten Geld- und Bodenordnung selbstverständlich eines machtfreien demokratischen Rechtsstaates bedarf. Etwas anderes, er war inhaltlich in einen Briefkontakt mit, da ist irgendwas durcheinander gelaufen, das tut mir leid. Er hatte in den späten 20er Jahren einen brieflichen Kontakt mit dem berühmten Ökonomen John Maynard Keynes angeknüpft und deshalb war es ihm wichtig, in seinen letzten Lebensjahren eine englische Übersetzung seines Hauptwerkes zu bewerkstelligen. Die ist schließlich 1929 in Berlin erschienen. Die Verlagssuche in den USA und in England war erfolglos. In Berlin im Selbstverlag, wie eigentlich alles auf eigene Rechnung erschienen war, was Gesell bis dahin dann 40 Jahre lang publiziert hatte. Insgesamt ein Werk von mehr als 6.500 Seiten Gesamtumfang. In Beginn der großen Weltwirtschaftskrise im Oktober 1929 erlebte Gesell noch mit und unter diesem Eindruck entwarf er ein Vorwort für eine geplante Neuauflage des deutschsprachigen Hauptwerks. Und ich glaube, das ist jetzt, wenn ich hier nochmal drauf drücke, genau, dann kommt das, was ich als Zitat gerne noch bringen möchte, zum Vorschein. Im Winter 1929-30 geschrieben, Gesell ist im März 1930 verstorben, hat also die Neuauflage der deutschen Ausgabe gar nicht mehr erlebt. Aber es gibt ein Textfragment von Vorwort für diese geplante Neuauflage. Wenn wir unfähig bleiben, die Aufgabe, die uns gestellt wurde, zu lösen, also die soziale Frage mit Gerechtigkeit zu beantworten, so werden die Empörungen und Verzweiflungstaten, die nicht ausbleiben können, immer größere Kreise umfassen und immer größere Opfer verlangen. Die Hungerrevolten werden kein Ende mehr nehmen, die Regierung wird von links nach rechts und von rechts nach links pendeln und jeder Pendelschlag wird nur die Verwirrung, die Hilf- und Ratlosigkeit vermehren. Als Gesell im Frühjahr 1930 verstarb, war sein Weggefährte aus Münchner Revolutionstagen Erich Mühsam, der Einzige, der einen würdigen Nachruf geschrieben hat. Kurze Zeit danach gab es, wie schon angedeutet, in Deutschland und gut, also Silvio Gesell war ein sozialer Wegbahner von größtem geistigen Wuchs. So schrieb Erich Mühsam im Nachruf, der Spott der Börsenpraktiker und das Gelächter der Marxisten können seine Bedeutung als Vorkämpfer gerechter und freiheitlicher Gesellschaftsgestaltung nicht mindern. Der Weg der Menschheit zur anständigen Gemeinschaft wird mit mancher Fuhre Erde aus dem Garten Silvio Gesells gestampft sein. Erich Mühsam ist 1934 von Nationalsozialisten im Konzentrationslager Sachsenhausen-Oranienburg umgebracht worden, auch auf grausame Weise. Und auf dem städtischen Friedhof, wo wir gestern am Grab von Gesell waren, kamen wir auch an einem Gedenkstein für Erich Mühsam vorbei. Das ist ja ganz klar, in dem Moment auch dort innezuhalten und an diesen großen Dichter zu denken. John Maynard Keynes hatte ich erwähnt. 5 Jahre nach Gesells Tod erfolgte die wissenschaftliche Anerkennung von Gesells Lebensleistung, indem Keynes in seinem Hauptwerk Allgemeine Theorie an einer Stelle geschrieben hat, ich glaube, dass die Zukunft mehr vom Geiste Gesells als von jenem von Marx lernen wird. Wir können nur froh sein für heutige wissenschaftliche Diskussionen, dass Keynes damals das in seine Allgemeine Theorie hineingeschrieben hat, weil das ist sozusagen ein Stück Vertrauen, was von wissenschaftlicher Seite für diese alternativen Geldreformideen sehr hilfreich ist. Ganz kurz zum Schluss, was kann uns Gesell heute noch sagen? Die Ausformulierung seiner Gedanken liegt mehr als 80 Jahre zurück. Es ist also klar, dass das, was Gesell geschrieben hat, nicht auf der Höhe unserer Zeit sein kann. Und doch gelang ihm nach meiner Ansicht eine ganz wichtige ordnungspolitische
Neuorientierung, die auch für uns heute hilfreich sein kann. Es ging darum, zu den natürlichen Lebensgrundlagen für alle Menschen weltweit, für jeden einzelnen Menschen eine gerechte Teilhabe sicherzustellen und ein Geldwesen zu organisieren, das Gerechtigkeit im Geben und Nehmen für alle Menschen ermöglicht. Was Gesell damals als Geldordnung problematisiert hat und überwinden wollte, das war sozusagen der erste Riss im Gesamtgefüge von Geld und Realwirtschaft und, wie vorhin schon einmal Hollani zitiert, die Anfänge der Entrettung von Geldwirtschaft aus Realwirtschaft und den lebensweltlichen Zusammenhängen. In unserer Zeit wird zwar auch noch Geld gehortet, aber nicht mehr in der Bedeutung, die es damals gehabt hat, aber dafür haben sich andere moderne Formen der Geldhortung entwickelt, in einer Flut von Finanzinnovationen, hochkomplexe Finanzprodukte, die virtuelle Formen der Geldhortung ermöglichen. Andere Formen, wo sich Geld und Geldvermögen der Realwirtschaft entziehen können. Ich denke, alleine mit einer Geldreform kann man diesem Phänomen in heutiger Zeit nicht mehr beikommen. Eine Geldreform kann zur Überwindung der Verselbstständigung der Finanzmärkte beitragen. Aber es bedarf anderer Dinge wie Schuldenerlasse oder Insolvenzordnungen für überschuldete Staaten oder Tobinsteuer oder auch ein neuer, aktualisierter Plan für eine Weltwährungsordnung. Aber die vielen Krisen, die wir heute erleben, könnte man sozusagen auch als eine Krankheit des wirtschaftlichen Gesamtorganismus betrachten, die über die Jahrzehnte hinweg chronisch geworden ist. Es haben sich im Laufe der Jahrzehnte immer mehr verschiedene Schichten von Krisensymptomen übereinander getürmt, über dem, was zu Gesells Zeiten und schon davor schiefgelaufen ist. Und so könnte ich mir denken, dass eine Geld- und Bodenreform ein Teil eines Maßnahmenpaketes sein könnte, das hoffentlich einmal die im Geldwesen verkörperte Lebenskraft, die Dynamis, wie Hahnemann sagte, Schicht für Schicht wieder lebendig macht, die Krisenschichten, die Symptomschichten abträgt und wo also auch Gesells Ideen in modernisierter Form beitragen können, Geld und Realwirtschaft wieder miteinander zu verbinden und das Gesamtgefüge in ein dauerhaft tragfähiges Gleichgewicht gelangen zu lassen. Damit möchte ich schließen und Ihnen für Ihre große Geduld herzlich danken.